Sie retten wirklich jedes Leben. Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im US-Bundesstaat New Jersey rückten an, um ein brennendes Haus zu löschen. Aus dichtem Rauch retteten die Feuerwehrleute 20 Hunde, darunter auch viele Welpen. Einige so winzig, dass sie in die Handflächen passen. Einige der Welpen, die wir retten konnten, waren sehr schwach. Die 2 Wochen alten Welpen waren fast nicht mehr lebensfähig. Deshalb wurde im Garten des Hauses eine provisorische Hundekrankenstation aufgebaut, wo 20 pelzige Überlebende versorgt wurden. Viele von ihnen hatten eine Rauchvergiftung. Sobald wir sie mit Sauerstoff beatmet haben, reagierten sie mit Tritten. Da wussten wir, ihnen geht es wieder besser. So wie dieser Winzling, der komplett in der Sauerstoffmaske verschwindet, die übrigens extra für Tiere hergestellt ist. Alle Hausbewohner haben überlebt, ein Welpe ist gestorben. Die Ursache für das Feuer und warum so viele Hunde sich in dem Haus befanden, war zunächst noch unklar.